Leute fragen mich immer, Arno, warum sagst du Sopranist zu dir? Sopranist oder Sopran-Countertenor? Ich singe ein etwas höheres Fach wie normale Altisten, wie normale Countertenöre. Die Leute unterscheiden ja auch zwischen Koloratursopranistin, dramatischem Mezzo, dramatischer Sopranistin. Man sagt nicht einfach, ja, es singt eine Frauenstimme oder eine Sopranistin. Du weißt ja genau, wer sie ist. Ist es eine Altistin, ist es eine Mezzosopranistin oder Sopranistin? Und hier unterscheide ich ebenfalls, weil ich höher singe, dass ich eine Sopranstimme habe, zum Unterschied zum Beispiel Jochen Kowalski, der ein Mezzo oder eine Altstimme hat. Einfach um mein Fach genauer zu definieren. Bis zu Farinelli, zu Caffarelli und Guardani und all diesen berühmten Kastraten, die dann daraus entstanden sind. Aus dieser, und eigentlich kommt es aus der Kirchenmusik, da es eben verboten war, Frauen in der Kirche singen zu lassen. Weil das natürlich zwar nicht anzüglich, aber die Männer schauen natürlich auf die Frauen. Und wenn die Frauen nicht hübsch sind, dann können sie nicht mehr beten. Dann denken sie mehr an die Frauen und nicht an das Beten. Und daraus ist also das entstanden, dass Kastraten in der Kirche sind. Ist mir nur so eingefallen, weil ich diesen wunderbaren Tonungsprojekt habe. Danke inzwischen.